Herzlich willkommen zu Broken World mit eurem Ertakus. Ja, es hat sich einiges getan. Und das werde ich euch gegen Ende des Videos zeigen. Und am Anfang werde ich euch zeigen, wie ich immer so anfange. Weil ich habe viele Videos gesehen, es fängt wirklich jeder chaotisch an. Oder eben nicht chaotisch, anders. Jeder fängt anders an. Ich zeige euch meine Möglichkeit, wie ihr schnell gut an Energie kommt, günstig sogar. Dann werde ich euch zeigen, welche Werkzeuge ich anfangs benutze. Und dann werde ich euch auch noch eine kleine Rundtour machen, geben. Ja, ne? Gut. Also. Ups. Jetzt habe ich nicht. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, soll die Taste drücken. Gut. Also. Fangen wir mal erstmal an. Wenn ich anfange. Ist es dunkel. Gut, egal. Wenn ich anfange, erstmal wird aller Vanilla gemacht. Das heißt, schön Essen farmen. Mein Essen ist das Wichtigste. Dann als nächstes Bett machen, kleinen Unterschlupf basteln, damit man sicher ist. Habt ihr in den ersten Videos gesehen? So, sobald ich einen Unterschlupf habe, wird Ausschau gehalten. Wo will ich hin? Wo will ich bauen? Wo will ich mich ausbreiten? Das werde ich hier machen. Oder gesagt, das werden wir hier machen. Genug Energie? Ja. Habe ich falsch gestellt? So. Wir werden uns hier auf dem Berg ausbreiten. Ihr seht, ist schon ein bisschen was geworden. Das wird noch umgesetzt. Hier haben wir unsere Baumfarm. Da einen dicken Busch. Unser Holz. So. Gib mal rein. Ja, hier hatten wir erstmal unsere Werkstatt drin. Die haben wir jetzt erweitert. Erstmal nur Standardlager Barrels, noch kein ME. Und dann baut man sich nach und nach aus. Ich fange immer gern mit Tinkers an, weil Erze ver... Erzevermehrung am Anfang ist praktisch, man hat nicht so viel. Darum Tinkers, Lava findest du überall. Dann kommen hier so die Standarddinger. Ist auch eigentlich ganz einfach. Ihr könnt auch anfangs euch Werkzeuge mit Flint machen. Zum Beispiel jetzt eine Flint-Pickaxe. Das ist, naja, okay. Da habe ich jetzt ein bisschen was ausprobiert. Man sollte nicht unbedingt einen Papiergriff nehmen. Aber mit einem Flint reparierst du das Ding wieder. Mining Speed Iron. Also kannst du Dias damit abbauen. Und das nur für ein bisschen Flint. Ist sehr empfehlenswert. So, dann habe ich mir hier auch noch einen Iron Excavator gebaut, um mal eben schnell Sand unter Wasser abzubauen. Und eine Lumber-Axe. Holz. Man braucht Holz ohne Ende. Und ich habe auch Glück drauf gemacht. Dann hast du ganz schnell für lange Zeit genug. Auto-Repair habe ich drauf, weil ich zu der Zeit noch nicht groß RF-Aufladung hatte. Da kommen wir gleich zu. Und es repariert sich flatt, also kein Problem. Hält lange, kann man viel mit abbauen. So, und dann haben wir so eine schöne Turtle. Ein geiles Programm, ich werde es euch unten verlinken. So, ich habe es jetzt Trip genannt. Bei dem ich das gesehen habe, der hat das genauso genannt. Oder? So. Das Geile bei diesem Ding ist, du kannst eine Endertruhe reinmachen. Dann hast du hier auch eine Endertruhe. Wenn sie voll ist, baut sie dir auf, schmeißt das Zeug rein, baut sie ab, fährt weiter und dann hast du es gleich im Lager. Die baut, da kommen wir gleich zu. Okay. Fuel Level, siehst du immer gleich an, wie viel drin ist. Fackeln, die setzt automatisch Fackeln. Das heißt, Fuel Level. Hier oben kommt Kohle hin. Wieso das jetzt hier ist, verstehe ich nicht. War auch mal da. Dann kann die drei rein hier außen. Hier F. Kommen Fackeln hin. Einer reicht eigentlich. Und hier E. Endertruhe. So, dann gehen wir mal eben hier in die Einstellung. So, dann kannst du es eingeben. Kannst die Slots eingeben. Wir wollen sie da lassen, wo sie sind. Also geben wir es mal 0 ein. Dann kann man das alles einstellen. Null ist Standard.
Slots Auffüllladung, wann er wo es auffüllen soll, lange der Seitengänge, weil er baut nach vorne zwei. Und dann baut er nach rechts und nach links. Erst nach rechts, geht nach links, geht wieder zurück, baut zwei nach vorne, geht ein zurück, setzt eine Fackel, fährt drei nach vorne, baut nach rechts, baut nach links. Und dann könnt ihr das hier einstellen. Wie lange die Seiten, ob auch Fackeln in den Seitengängen sein sollen. Das könnt ihr auch einstellen. Entleerung der Ender-Chest. Warte mal. Wann mal entleert er? Entleerung der Ender-Chest. Ah, warte mal. Da muss ich das gleich mal... Das setze ich, weil ich habe festgestellt, ungefähr bei den Einstellungen, die das hier ist, mit Länge Seitengänge, kann ich die auf 15 ungefähr hochbauen. Also machen wir mal auf 20. Dann soll er sich in der Ender-Chest entleeren. So, wenn man das alles eingestellt hat, gibt man jetzt hier, das mache ich jetzt nicht, sonst fällt so los und zerkloppt und alles, baut sie hier, gibt man jetzt nur noch die Zahlen, so hier 10. Dann baut sie 10 Gänge. So. Und damit kann man richtig geil meinen. Das zeige ich euch mal. Da haben wir auch stundenlang mit gemeint. Ne, das war das Wasser. Hier ist das Portal. Weil das mache ich, sobald ich auch einen Unterschlupf habe oder weiß, wo ich hin will, baue ich mir erstmal einen Raum und gehe erstmal meinen. Richtig viel meinen. Gleich seht ihr es oben auf der Minimap. Ah. Ah. Hopp. Also machen wir mal groß. Da seht ihr, wir warten schon gut zugange. Jetzt leckt das gerade ein bisschen. Weil ich gerade hier rein. Da, wir haben gut gemacht. Das ist ungefähr eine Länge von 15, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Die Zahl, die man eingibt, macht da als Gänge. So. Sehr praktisch. Kann ich jedem empfehlen. Es gibt noch geilere Programme, ja. Aber dieses Programm, man läuft gemütlich dann hinterher, baut dann noch die Erze ab, wenn man bestimmte will. Ich baue alles ab. Egal was ist, ich baue es ab, man braucht es irgendwann. Irgendwann brauchst du es und dann hast es. Und so ein Barrel zu craften, anfangs hat man eine normale Chest, klar. Aber so ein Barrel zu craften, sehe ich das doch an, das ist doch geil. Kannst du auch ans ME-System anschließen. Mit Pipes oder sowas. Das ist einfach ein geiles und einfach zu craften. Hier, wo haben wir Barrel. Jabba, Barrel. Barrel oder Jabba? Barrel. Von Jabba. Von dem Modpack Jabba. Guckt euch das an. Das findet man überall. Einfach außenrum Wood. Wir schätzen in der Mitte und dann Half-Slap. Hast das Ding. Da passt 4096 Items rein. Das heißt, es müssten, glaube ich, 64 Stacks sein. Und die kann man erweitern. Jabba. Wenn Jabba eingeben, guck das mal an. Struktur-Upgrade. Dann wird ein Slot freigegeben. Und wenn man das Ding reinsetzt, kannst du nochmal 64 Stacks reinpacken. Da haben wir hier unten zum Beispiel eine größere. Da passen über 32.000 Cobblestone rein. Da sind noch 8 Slots frei zum Upgraden. Also da passt, steht noch. Ja, ne? Und Übersicht. Ja, wo waren wir jetzt? Beim Farm und beim Erze sammeln. Was macht man als nächstes? Man braucht Energie. Ich bin kein Fan von Industrial Craft. Einfach weil... okay, die Maschinen sehen gut aus. Muss man sagen, haben was. Aber das Einzige, das ist, glaube ich, nur denn, ach, wie heißt die denn? Nanorüstung. Und danach kommt dann das Ding mit dem Iridium. Ne? Ich glaube, ihr wisst es, ich weiß es jetzt nämlich gerade nicht. Das ist nicht schlecht. Ein paar Kleinigkeiten sind schon, aber die Maschinen, da bin ich eher ein Fan von, was haben wir denn jetzt hier? MFR? Nee, Thermal Expansion. Hier habe ich jetzt auch noch mal entdeckt. Ender.io. Das werde ich euch auch gleich noch zeigen. Ist auch ein geiler Mod. Gut.
Energie. Das heißt, ich ERF brauche. Wenn ihr Big Reaktor drauf habt, benutzt den. Zeige ich euch auch gleich, wie. Ist günstig, bringt verdammt viel und ist richtig günstig zu craften. Aber habt ihr den nicht drauf, dann gibt es Dynamos. Was habe ich denn jetzt eigentlich? Wie? Wie mache ich denn hier? Steam. Einen Steam-Dynamo. Da haben wir ihn. Ach, mit Y, okay. Da braucht ihr leider nur Kupfer. Das Problem haben wir. Haben wir nicht. Weil Kupfer gibt es auf einer Höhe von zwischen 40 und 75. Da spawnt Kupfer. Da wir hier auf unserer Welt eine fliegende Insel haben und keine Erze drauf, haben wir den Twilight Forest zum Farmen. Beim Twilight Forest ist die durchschnittliche Höhe so, liegt, wenn du mal einen Hügel findest, 35, 38. Selten findest du mal welche, die höher als 38, vielleicht, also okay, ich habe einen gefunden, der war jetzt 48 hoch, aber da war innen drin, wenn ihr den Twilight Forest kennt, eine Höhle mit Erze und sowas. Darum haben wir Kupferprobleme zurzeit, aber das mit den Büschen und diesem Questbuch haben wir das auch bald behoben. So, haben wir Big Reaktor. Gehen wir da mal hin. Wie craftet man den? Big Reaktor. Ihr braucht hauptsächlich erstmal Reaktor Casing. So wird das der gebaut. 4 Eisen. 4 Graphitbahnen. Graphitbahnen. Einfach nochmal Kohle schmelzen. Egal welche. Scharkohle, normale Kohle. Ne? Kein Problem. Dann. Seht ihr? Also braucht ihr 29 von denen. Also ihr braucht mehr, weil Reaktor Zugangsport. Das ist der grüne. Das ist der, wo ihr das Tellurium einfüllt und ihr müsst noch einen zweiten bauen, um das Plutonium. Das Cyanid. Cyanid, das ist das Ausschussprodukt, das kommt raus. Das muss ja irgendwo rauskommen. Seht ihr, hier nochmal 4 von den Dingern. Eine Kiste und eine Pisten. Wie es aufgebaut wird, zeige ich euch dann auch. Dann braucht ihr einen Reaktor Control Root. Seht ihr, ist auch günstig. Yellorium, findet ihr wie massig. Kohle auch, dann haben wir wieder Reaktor Casings. Da könnt ihr nämlich einstellen, wie hoch euer Reaktor gepowert werden soll. Ich habe es bis jetzt noch nie groß eingestellt. Reaktor Power Trap. Irgendwo muss die Energie rauskommen. Da. Noch einfach zu craften. Und dann ein Reaktor Controller. Da haben wir ihn. Also. Günstig. Ich gehe anfangs auch immer auf Dia Farm. Zeige euch gleich wieso. So, dann haben wir noch Yellorium Fuel Grot. Da wird das dann nachher reingefüllt. So, damit damit kann man einen nicht den kleinsten, weil es gibt verschiedene Arten, es gibt passive Kühlung und aktive Kühlung. Passive Kühlung ist die günstigste Variante am Anfang, aber aktive Kühlung mit riesen Turbinenblättern, was ich später auch noch machen werde, produziert natürlich mehr. Und kostet aber auch mehr. So, ich sehe es gerade. Eine Sache, hier, die Lugage. Ein geiles Ding. Lugage? Ich weiß nicht, wie der Ding ausgesprochen wird. Da. Geiles Teil. Ihr guckt. Zum Farben genial. So, die gibt es als Holzvariante. So. Nein. Was ist denn? Ach, Deko-Craft. So, da seht ihr. Auch einfach zu craften. Aber ihr braucht einen Dia. So, damit die... Dann hat die Größe von einer normalen Holz-Doppelchest. Damit die so blinkt und so richtig groß wird, müsst ihr die vom Blitz treffen lassen. Ganz einfach, wenn ihr so ein Twilight-Portal macht. Oh, was schlägt das denn hier gerade? Okay. So, reinschmeißen ins Wasser, dir reinschmeißen, Blitz, pump.
habt ihr so eine schöne glänzende. Also vom Twilight-Portal erstellen, stellt euch das. Beim Farm ist das genial. Man hat, wie schon gesagt, doppelte Holztruhe. Also, ja. Große Chest. Ist doch genial. Gut. Wir waren aber jetzt dabei. Wie ich den aufbaue. Also einfach, die kleinste Variante ist 3x3. So. Dann in die Ecken ein. Wupp, wupp. Ich mache den jetzt aber ein bisschen höher. Normalerweise wäre das jetzt hier zack, zack. Und dann hättest du, weil du vier Sachen genau brauchst, hier die Dinger. Kannst du die reinmachen. Da ich hier hinten aber nichts haben will. Wird das Ding ein höher. So, das kommt dahin. Energie und das. Da seht ihr schon. Weil hier kommt das Ding rein. Hier kommt das, hier wird das Hyelorium eingefüllt. Und hier unten kommt der Energie-Trap rein. Zack. Hat sich verbunden. Jetzt muss der Scheiß auch noch irgendwo raus. Das machen wir hier. Klicken den dann an. Stellen auf Outlet-Mode. Dann kann man das hier rausnehmen. Kann man mit Pipes rausziehen. Sehr praktisch. So, den Reactor Fuel, das Ding. Da seht ihr, da könnt ihr jetzt einstellen, wie voll der gemacht werden soll. Wir können den Reaktor verschiedene Namen geben. Ich habe es bis jetzt auf 100% gelassen, weil die bringt ja nicht weniger. So, da habt ihr Yellowium Fuel. Da wird das Zeug dann reingefüllt. Später könnt ihr auch Glas reinmachen. Werde ich euch dann zeigen, wenn es soweit ist. Und zack, Multiblock. Yellowium ist drin. Musst du drin sein. Ja, ist voll. Dann schalten wir den jetzt mal an. Der muss auch nicht durchgehend laufen. So, er heizt sich jetzt hoch. Und guck mal, wie viel RF der produziert. So, und da passt jetzt 10 Millionen RF rein. Ich baue hier mit Leandris zusammen. Und diese paar Maschinen werden erstmal nur damit benutzt. Auch unsere Jetpacks laden wir auf. Da haben wir erstmal nur die kleinen Standarddinger. Das reicht aber. Im Energy Infuser. Da könnt ihr alle Maschinen mit RF aufladen. So. Gut. Den lassen wir jetzt mal wieder laufen. Und da seht ihr die Temperatur. Er ist nicht zu heiß. Da muss man mal drauf achten, wenn man später die größeren hat, was für eine Kühlung man nimmt. Man kann mit Dia-Blöcken kühlen und verschiedene Flüssigkeiten. Ah, das ist Riesenmod. So, und mit einem Ingot kann ich, das sind jetzt Minecraft Bucket Boutique, 1000 RF produzieren mit einem Yellorium Ingot. Ja, fast so. Ja, so ein bisschen weniger sogar noch. Und umso kälter der ist, umso weniger Yellorium verbraucht er. Wird, ist das so hier so ein richtig heißes Ding, dann wird das natürlich richtig hochschießen. Er wird nicht unbedingt viel mehr produzieren, er wird nur extrem viel Yellorium produzieren. Und ich habe auch schon in anderen Videos gesehen, ja, wir bauen uns einen Big Reaktor und dann jagen wir die Welt in die Luft. Sollten die Programmierer es nicht eingeführt haben, geht das Scheißding nicht in die Luft. Ich habe den schon richtig heiß bis hier oben gehabt. Richtig kochen heiß. Das Ding hat Yellorium gefressen wie nichts Gutes. Und hat halt wenig Energie produziert. Das ist es einfach. So ein Ding habe ich noch nicht in die Luft gejagt. Es gab es wohl mal eine Zeit, da waren die Dinger doch recht explosiv, ist aber nicht mehr so. Also, wenn ihr was in die Luft jagen wollt, benutzt Industrial Craft, benutzt da den Reaktor und ja, gebt Unmengen an Materialien aus für
weniger Leistung, als was so ein Ding bringt. Also umgerechnet bringt so ein Big Reaktor Arbeitsleistung. Also ich gehe jetzt, ihr könnt ja eure Formeln mit Umwandlung und so ausrechnen, aber die Arbeitsleistung, die Kosten, um diesen Reaktor aufzustellen, die Kosten, um den Reaktor in Gang zu halten, sind bei Big Reaktor nur extrem klein. Aber okay. So, was haben wir noch Schönes? Wir gehen jetzt mal hier Ender I.O. Mit der Maschine werdet ihr viel machen. Alloy Smelter kann man als Ofen benutzen. Schmilzt drei Sachen gleichzeitig. Aber ihr braucht den auch, um bestimmte Sachen zu kombinieren. Painting Maschine. Der Ding ist geil. Guck mal. Seht ihr hier Leitung? Guck mal auf den Boden da. White Stain Clay. Oh, was haben wir? Da. Da zeigt er was an. Correct Tool Pickaxe. Da nicht. Da schon. Pickaxe? Wieso? Was will er denn? Hier haben wir diese Energy Conduits. Guck doch mal. Da ist das nicht genial. Direkt im Boden versteckt. Ha, geile Scheiße. Kann man sich das anzeigen lassen. Das Schöne ist, guckt euch mal die Leitung an. Nein, ach nee, das war jetzt Energieleitung. Das war jetzt der falsche. Ups. Da brauche ich mal so eine andere Leitung. Wo haben wir sie jetzt? Da haben wir sie. Das Geile bei dem hier ist, es gibt verschiedene Konduits. Es gibt sogar ME-Konduits. Aber... guck mal. Ich habe jetzt neben diese Wasserleitung noch eine Energieleitung gelegt. Ich kann in einem Block das machen. Und dann mache ich einfach so. Upp, upp, weg. Das heißt, ihr könnt die Leitung in einem Block verteilen. Ich finde es einfach nur genial. Was ist denn los? Will er nicht? Will er nicht? Hä? Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Okay. Ja, wieder was herausgefunden. Das ist ja natürlich blöd. Wenn was in der Leitung ist, scheint das nicht zu gehen. Das ist ja blöd. Also ich muss mir gleich mal den Server angucken. Irgendwie leckt der gerade. Was treiben die denn da? Ich weiß, wer schuld dran ist. Der Mystikos. Mystikos ist schuld. Also, nein, 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 nein. Hier, Sir Ikaros. Ikaros, der ist schuld. Oder sind beide schuld? Also einer von beiden ist schuld. Das geht doch gar nicht. So. Okay, da haben wir wieder was zugelernt. Leitung voll, geht nicht. Leitung leer, geht. Jo, okay. Und dann können wir wieder verstecken. Was kann man noch mit der Painting Machine machen? Ihr könnt einen Glowstone nehmen. Könnt euren Fußboden nehmen. Nehmt einfach, was ihr gerade hier habt. Nehmen wir dieses White Stain Clay.
den hier rein. Das ist das die Schablone. Da, was wie es aussehen soll. Und da setzt er das rein, was er soll. Geh ich mir nicht töten? Schade. Und dann malt er alles, was hier drin ist, so an, wie es da aussieht. Das heißt, ihr könnt hier einen Glowstone reinmachen. Seht ihr nicht, aber er leuchtet. Er beleuchtet die Fläche. Geile Sache. Ja, und damit werde ich noch viel arbeiten. Ender.io werde ich mich auch sehr viel hier noch mit beschäftigen. Das ist ein doch richtig cooler Mod. Den sie doch, also den sie um einiges erweitert haben. Nee, einfach mal abwarten. Werd noch vieles da machen. Wert. Gut. Hä? Okay. Das machen wir mal da rein. So. Gut, dann soweit, so gut. Dann gehen wir mal durch. Ich zeige euch mal, was noch hier so passiert ist. Dann gehen wir gleich mal die anderen besuchen. Hier. Weil wir ja mit Quests arbeiten. Können wir dann Cobblestone reinmachen. Die Leitung werde ich noch ändern. Item Duct. Das geht wohl noch irgendwie schneller. Und falls ihr viel Cobblestone braucht, es gibt den Igneous Extruder. Dann kann man Cobblestone herstellen. Das Ding ist viel geiler. Extra Utilities. Transfer Node. Umso mehr ihr hier davon reinmacht, umso mehr Cobblestone produziert. Seht ihr das? Wie schnell der das macht. Da, ich nehme mal raus. Guckt euch das an. Ratzfatz macht er das. Geniale Sache. Hier wird auch noch einiges entstehen. So, was haben wir denn hier? Unsere Dunkelkammer. Wir gehen hier in Rüstung nicht rein, wenn wir Spaß haben wollen. Hier kommen so Büsche rein. Und hier verschleppen wir auch so ein paar die anderen Spieler, wenn sie unartig sind, verschleppen wir sie da rein. Was haben wir hier? Hier haben wir unser Schlafzimmer. Jo, was haben wir denn noch? Also Schlafzimmer, hier unten das Lager. Da hat Leandros wirklich viel gemacht. Also der hat hier das ganze Lager umgebaut, umgeräumt. Geniale Scheiße, ich hätte glaube ich keine Lust dazu gehabt. Ich hätte mir jetzt wahrscheinlich Kistensystem, bis ich es ME hätte gebaut. Aber ja. Sieht gut aus. Wir haben ja Zeit. Das Projekt soll ja nicht morgen aufhören. Jo, hier unsere kleine Farm. Da hätten wir unseren Holzblock. Dafür habe ich die Lumber-Ex gebaut. Ja, geht nicht so. Sieht das ja, zeige ich euch. Lumber-Ex. Wow. Guckt rein, ich habe noch kein Holz drin. Die Scheiße. Wollen wir schon mal gleich nachpflanzen. Wollen wir gleich mal gucken, wie viel wir eingesammelt haben. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwas stimmt bei den Kühen nicht. Die sind aus dem Gehege rausgebackt. Keine Kuppel mehr. Vielleicht müssen wir demnächst nochmal auf die Fahne raufpacken. Ein bisschen stört das jetzt gerade. Du bleibst da hinten. Blöder Fallen, halt. Ja, ich werde das gleich mal nach dieser Aufnahme, also werde ich den nächsten Schüleraufnahmen sehen. Schüler ist gut. Bunt und die Farbe.
So, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, eine Menge, ne? Warte mal, wo laufe ich denn hin? Teleport-Creeper. Also bei diesem Modpack gibt es Creeper, die haben Stirnbänder. Und die teleportieren einen weg. Oh, was? Die machen keinen Blockschaden. Die sagen einfach nur tschüss und weg bist du. Blöd ist, wenn es Höhlen gibt, die wir hier nicht haben. Bei den Höhlen, ja. Dann teleportiert er einen auch unter Höhlen. Hier gibt es echt nicht. Also, hier wohnt der Slave. Da gehen wir jetzt nicht rein. Weil er nimmt selber auch Videos auf. Und dann will ich euch das hier nicht zeigen. Und Höhle muss irgendwo das Ignis. Icarus. Welche Petete? Fabsi. So. Fabsi, den Namen habe ich behalten. Der heißt nämlich normalerweise Papsi. So. Ja, warte mal, irgendwo hat er doch was geschrieben, oder? Wo ist das denn hier? Tee. Ja, nein, Tee. Sehr Icarus. Genau, Sehr Icarus ist das. Gut, dann wollen wir mal weiter. Besuchen wir jetzt mal da oben, seht ihr schon? Mystikus 1, 2, 3. Auch einer, der aufnimmt. Ja. Fliegen wir mal hin. Das Problem bei seiner Base ist, er produziert eine Erde. Das heißt, das zeige ich euch. Und die Tür. Das ist die Tür. Hier denn hier. Gut. Mehr zeige ich euch nicht. Das soll, könnt ihr euch bei denen angucken. Vielleicht machen wir mal, wenn die sehr ja okay sagen, einen kleinen Durchgang. Aber das hat sich bis jetzt getan. Wir haben also noch nicht an dem Dorf gebaut. Da wir erstmal überleben wollten. Wir brauchen erstmal Erze, Ressourcen. Ich werde irgendwann sagen, jetzt ist Schluss, jetzt wird gebaut. Sonst ziehe ich euch Leben ab. Und da Leben hier wertvoll sind. Werden wir es machen. Und als allerletztes zeige ich euch noch was. So, nice. An 3. Gucken wir mal, wer ist auf Platz 1? Mystikus. Er hat mich überholt. Er hat mich überholt. Was ist er? Er ist in Stein gestorben. Was ist? Er ist runtergefallen. 10 Monster. Und dreimal explodiert. Ich, Lava. Verbrannt. Runtergefallen, der Explosion, 9 Monster. Leandris, ja, der hat da wieder bis aufgeholt. Okay. Okay. Seikros, auch gestorben, explodiert. Monster. Wird meistens sein. Das wird immer an den ersten Punkten sein, vor allem die Monster. Aber okay. Das war's erstmal. Ich zeige euch auch in jedem Video, wie der Zwischenstand aussieht. Das heißt, Mystikus hat mich überholt. Herzlichen Glückwunsch. Der Kampf wird noch weitergehen. Ich gebe dich nicht geschlagen. Und dann sage ich noch einen schönen Abend noch und bis zur nächsten Folge. Ne? Tschüss.